Turbine aus einem Flugzeug. Genau für solche Szenarien haben wir unseren Großpreiswerfer. Wenn euch unsere Dokus gefallen, dann zeigt uns das gerne mit einem Like. Vergesst auch nicht, uns zu abonnieren für weitere Videos und Informationen. Eure Fragen, eure Meinung gern unten in die Kommentare.
Wir befinden uns im Chemiepark Mahl im Bereich unserer Tanklagerlogistik und alarmiert sind wir auf ein Übungsszenario Großtank- und Tankbrandbekämpfung. Also Szenario war im Prinzip, dass sich ein Tank entzündet hat, Tankdach steht in Flammen und unsere Aufgabe war eben mit unserem passenden Equipment den Tankbrand zu bekämpfen. Ja klar, was haben wir eingesetzt? Genau für solche Szenarien haben wir unseren Großpreiswerfer. Der Großpreiswerfer ist eigentlich ein Wasserwerfer, wie ihn auch der öffentliche Bereich kennt, nur wie der Name schon sagt, im großen Umfang. Maximale Leistung sind 26.000 Liter pro Minute. Das ist schon eine Macht, wenn man einen normalen Wasserwerfer mal vergleicht, der geht so zwischen 2.000 bis 4.000 Liter pro Minute, also im Prinzip fast die zehnfache Leistung. Dazu brauchen wir natürlich auch zwei leistungsstarke Löschfahrzeuge. Wir haben das SLF und das HLF von uns eingesetzt mit jeweils 10.000 Liter pro Minute, sodass wir dann in Summe knappe 20.000 Liter mal einsetzen konnten für dieses Szenario Tankbrandbekämpfung. Also wir haben jetzt bewusst nur zwei genommen, weil der Übungsumfang schon ausreichend komplex genug ist. Im Realfall hätten wir noch weitere 5 bis 6 Pumpfahrzeuge, die wir dann auch dort noch einspeisen könnten. Also die Schwierigkeit ist letztendlich, die verschiedenen Pumpfahrzeuge zu koordinieren. Wir haben ja jetzt ein Stück Wasserwerfer mit der Gesamtleistung und an dem Wasserwerfer hängen 3 bis 4, vielleicht sogar in Kombination mit der Malerfeuerwehr, 5 oder 6 Fahrzeuge. Und das muss dann eben zeitgleich so koordiniert werden, dass wir einen kontinuierlichen Strom an Löschwasser haben, aber auch das Thema Schaumittellogistik. So einen Tankbrand löschen wir nicht mit Wasser. Dafür haben wir dann unser Schaumittel und das dann letztendlich auch so aufzubauen und zu koordinieren, das ist die Herausforderung. Also der Turbolöscher, den haben wir im zweiten Teil der Übung gesehen, als wir den dazugenommen haben. Der Turbolöscher ist im Prinzip nichts anderes. Man nimmt eine klassische Turbine aus einem Flugzeug, aus einem Jetstrahlflugzeug. Die Turbine wird so modifiziert, dass sie natürlich dann hier auch bodengebunden arbeiten kann. Funktioniert zum Beispiel mit Diesel oder anstelle mit Kerosin. Und was machen wir? Auf den Abgasstrom dieser Turbine, die hat 3000 PS, so 1,5 Tonnen Schub. Auf den Abgasstrom werden obendrauf mit 2 Wasserwerfern Wasserstrahle platziert. Und im Abgasstrahl werden die gebrochen und werden dann so fein verteilt, es bilden sich kleine Tröpfchen. Und aufgrund der breiten Strahlwirkung haben wir dann einen sagenhaft dichten, abregenden Regen in einer feinen Tröpfchenverteilung. Eine große Kühlwirkung. Aber auch beispielsweise ein anderes Szenario, wenn wir wasserlösliche Chemikalien, Gase niederschlagen wollen, können wir das mit der Turbine auch sehr gut machen. Ja, das ist schon sehr besonders, wenn man sich jetzt hier Deutschland anguckt, dann finden wir vielleicht eine Anzahl an dieser Fahrzeuge oder diese Turbinentechnik um die 10 bis 12 Fahrzeuge. Also das findet man nicht überall. Oh, ich bin jetzt nicht der typische Beschaffer. Aber es ist vergleichbar mit einer 2312, einem hochmodernen Drehleiter im öffentlichen Bereich. Wenn euch auch diese Videodoku wieder gefallen hat oder informativ für euch war, würden wir uns wie immer über ein Like von euch sehr freuen. Selbstverständlich dürft ihr gerne, falls noch nicht geschehen, unseren Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren,
um auch zukünftig keine weiteren Inhalte mehr von uns zu verpassen. Und wie immer dürft ihr jetzt anschließend hier unter dem Video in den Kommentaren eure Meinung kundtun, eure Fragen stellen oder euch gegenseitig austauschen.